Kürzlich hörte ich einen Satz, der mich aufhorchen ließ. Und der Satz ging so: Heute habe ich gar keine Vögel singen hören. Es hat mit Sicherheit nicht an den Vögeln gelegen. Dieser Satz hat mich berührt. Und ich dachte, ja, da ist ganz viel dran. Der hat nämlich was mit Präsenz zu tun. Wie oft sind wir mit unseren Gedanken beschäftigt? Und zwar entweder, dass wir in die Zukunft denken, meistens sind das sorgenvolle Gedanken, wie wird das sein, was wird alles kommen, was wird passieren, bin ich dem gewachsen? Oder wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit, indem wir zurückblicken, da gab es eine Situation, die hat mich geärgert, hätte ich doch besser das gemacht oder das gesagt. Sprich, wir sind eher in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Was uns dabei ganz oft durch die Lappen geht, ist das Hier und Jetzt, das Präsentsein. Und ich möchte euch einladen, das ein wenig einzuüben. Gerade zu horchen, wenn ihr draußen seid oder manchmal hört man auch drinnen zu Hause die Vögel ganz laut singen und den Frühling begrüßen. Wenn ihr rausgeht und die wunderbaren Blumen seht mit ihren Farben und mit ihren Düften. Wenn ihr präsent seid für euch selber und wahrnehmt, wie der Atem in euch kommt und geht, wie das Leben in euch selber pulsiert. All das sind Möglichkeiten, ganz wach im Hier und Jetzt zu sein und wahrzunehmen, was alles gut ist und welche Freude dabei aufkommt, wenn ich wahrnehme, ich bin im Hier und Jetzt. Von Meister Eckhart kommt der Satz: Der wichtigste Moment ist immer der jetzige Augenblick. Der wichtigste Mensch ist immer der, der mir gegenüber sitzt. Und das wichtigste Werk ist immer die Liebe.